Auf Englisch nennt man Deutsche bekanntlich Germans. Und auch sonst ist der Begriff Germanen der erste Begriff, der grob die Stämme bezeichnet, die in den Gebieten lebten, die heute Deutschland ausmachen. Dieser Sammelbegriff Germanen für all die unterschiedlichen Stämme im etwa heutigen Deutschland wurde geprägt von Julius Caesar. Denn er ist zumindest die erste dokumentierte Quelle, der alle Stämme östlich des Rheins als Germanen bezeichnete. Denn für die Römer der Zeit von Julius Caesar waren die Germanen ein mysteriöses Volk voller Barbaren. Die Gallier hingegen, also wie gesagt, ganz grob zusammengefasst, waren die Vorfahren der heutigen Franzosen. Und sie lebten westlich des Rheins und waren von den Römern kontrolliert. Die Germanen hingegen, die nochmal östlich des Rheins lebten, waren bedeutend schwerer zu erobern und zu kontrollieren von Julius Caesar. Heute werden wir uns der Frage stellen, wie denn genau Julius Caesar in seinem, ich sag jetzt mal, Tagebuch mit dem Namen Der Gallische Krieg die Germanen beschrieben hat. Wichtig, bevor wir da weiter eintauchen, behaltet im Kopf, was Caesar über die Germanen sagt, muss nicht der Wahrheit entsprechen. Denn auch für Caesar waren die Germanen ein unbekanntes Volk. Auch er hatte nur begrenzte Einblicke in die Kultur der germanischen Stämme. Und da war natürlich die riesige Sprachbarriere, weswegen es auch schwer war für Caesar, die Kultur der Germanen nachvollziehen zu können. Und weiter noch, Julius Caesars Buch über den Gallischen Krieg hatte auch Propagandazwecke. Dazu aber später mehr. Kommen wir erst einmal dazu, wie Caesar die Germanen beschrieben hat. Er beschreibt dabei, dass die Germanen ganz andere Bräuche haben als die Gallier. Dabei betont er, dass die Germanen sehr, sehr wenige Götter haben und diesen Göttern auch kaum bis keine Opfer darbringen. Dabei erwähnt er auch, dass beide Geschlechter, Mann und Frau, bei den Germanen zusammen gebadet haben. Als Kleidung würden sie laut ihm nur Pelzüberwürfe tragen, aber ansonsten wären sie fast nackt. Und auch Ackerbau haben sie laut Caesar so gut wie gar nicht betrieben und ernährten sich vor allem von Viehzucht und Jagd. Außerdem beklagt er sich auch kurz darüber, dass die primitiven Barbaren keine Einheiten zum Messen von Längen haben und dass ihre Boden kaum fruchtbar sind. Weiter erwähnt er, dass ständig Kriege zwischen den Stämmen herrschen und dass es an einer gesellschaftlichen Ordnung der Germanen fehlte. Positiv hat er tatsächlich aber das Gastrecht der Germanen hervorgehoben. Das Gastrecht verbot es Germanen, einem Gast, egal wer es ist, Schaden zuzufügen und setzte voraus, dass Germanen einen Gast mit Respekt und Anstand behandeln müssen. Fassen wir mal kurz zusammen. Laut Caesar haben die Germanen weder eine richtige gesellschaftliche Ordnung, noch eine richtige Religion, noch richtige Priester, noch richtige Zivilisiertheit und Bildung zur Vermessung von Straßen gibt es auch nicht. Und außerdem sind sie ja sowieso immer nur im Krieg. Natürlich ist es möglich, dass Caesar 100% davon überzeugt war, was er hingeschrieben hat und das wirklich dachte. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihm auch bewusst war, dass er die Germanen etwas zu unzivilisiert darstellte. Denn er vergleicht die Unzivilisiertheit der Germanen immer wieder mit den Galliern. Und dabei erwähnt er immer wieder, dass die Gallier ja so viel zivilisierter seien und von Rom extrem nach vorne gebracht wurden in ihrer Bildung und in ihrer Kultiviertheit. Und wieso ist es eine Möglichkeit, dass das alles bewusst von Caesar so überspitzt dargestellt wird? Naja, schauen wir uns die Lage an und fassen wir doch mal kurz zusammen, was wir bisher haben. Wir haben zum einen den Fluss Rhein, der das römische Herrschaftsgebiet von dem nicht kontrollierten Gebiet trennt. Im Westen des Rheins die Gallier, die ja von den Römern kontrolliert werden und so zivilisiert sind. Und im Osten des Rheins die Germanen, die Caesar nie wirklich unter Kontrolle bringen konnte. Denn beide Feldzüge zu Caesars Zeit in germanische Gebiete waren zwar siegreich für die Römer, doch sie konnten ihr Gebiet kaum halten. Dafür waren die Germanen viel zu aufständisch und gleichzeitig auch, naja, in viel zu viele kleine Stämme unterteilt. Da gab es nicht den einen Germanenkönig, den man erobert und dann hat man das Gebiet erobert. Caesar wusste natürlich, dass er sein Buch in Rom veröffentlichen will. Da wäre es halt für Caesar und seinen Ruhm als genialer Feldherr halt etwas doof zu sagen, eigentlich wäre es schon ganz nice, die Germanen zu erobern, aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken und die sind viel garstiger als gedacht. Deswegen, naja, mussten wir das aufgeben und sind abgezogen. Stattdessen zu sagen, nee, Leute, schaut mal, ich könnte voll denen den Arsch versohlen und sie alle hops nehmen. Aber no joke, die sind so unzivilisiert, die haben so gar keinen Plan vom Leben und ihr Ackerboden ist halt so unfruchtbar. Da lohnt es sich halt nicht, sie zu erobern. Die Gallier hingegen, übrigens diejenigen, die ich erobert habe, ja, das sind diejenigen, die ich ans Römische Reich angefügt habe. Die hingegen, ja, die sind im Vergleich zu den Germanen voll dafür geschafft, von uns zivilisiert und romanisiert zu werden. Ich meine, schaut euch den Germanen doch nur an. Hart und nötig. Natürlich würde in den Jahrhunderten nach Caesar die ganze Geschichte mit den Germanen gegen das Römische Reich noch eine riesige Dimension annehmen. Die Varusschlacht, die Plünderung von Rom durch die Goten, Germanicus' Rachefeldzüge nach dem Verrat von Arminius und. Doch für die Zeit Caesars, als die Germanen noch ein vollkommen unbekanntes Volk für die Römer waren, ist es durchaus interessant zu sehen, wie er sie beschrieb. Ob er jetzt alles zu 100% so selbst glaubte oder ob es mehr Eigenpropaganda war, mag zwar diskutierbar sein, aber egal was jetzt stimmt, ist es doch immer ein faszinierender Einblick in Kulturen zu kriegen aus den Augen von Zeitzeugen. Allem voran, weil die Germanen kaum schriftliche Dokumente hinterlassen.
hinterlassen haben. Im Grunde ist das meiste, was wir von den Germanen wissen, naja, das, was andere, in der Regel Römer, über sie geschrieben haben. Und noch interessanter wird es halt dadurch, dass die Römer und die Bezeichnung der Germanen der Grundstein dafür war, was Jahrtausende später dazu führen würde, dass Leute sich als Deutsche identifizieren und die Basis dessen, was einmal Deutschland werden würde.